Die Altenbetreuungsschule ist eine Privatschule des Landes Oberösterreich und wurde eingerichtet, um allen Berufsgruppen im Feld der Altenhilfe Ausbildungen, Fort- und Weiterbildungen mit gerontologischen und geriatrischen Schwerpunkten anzubieten. Seit 3 Jahren wird diese Ausbildung auch in Gaspolzhofen angeboten. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man so viele soziale Einrichtungen hat wie in Gaspolzhofen, dass man dann auch Sorge dafür trägt, dass qualifizierter Nachwuchs zustande kommt. Und ich glaube, dass es da auch sehr wichtig ist, dass gerade vor Ort diese Leute ausgebildet werden können und auch nicht zu weit zum Praktikum haben und auch mit Assiste ein adäquates Dorf haben, wo sie ihre Praxisarbeit leisten können. Der Schwerpunkt liegt dabei, bei den Ausbildungen, die wir von der Altenfachbetreuungsschule anbieten, im Bereich der alten Arbeit. Das heißt, alle Themen, die speziell für den alten Menschen ausgelegt sind. Schwerpunkte sind zum Beispiel Validation, Schwerpunkte ist meritisches Pflegekonzept, ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Demenz, Aktivierung, wie wir es auch schon gesehen haben bei den Projektarbeiten und Ähnliches. Für wen diese richtige Ausbildung ist, es hat an und für sich ja jeder Zugang zu dieser Ausbildung, wenn er eine Aufnahmeprüfung besteht. Voraussetzung ist, dass man 17 Jahre alt ist und, ja, und die nötige Reife mit sich bringt. Am 3. Mai feierten die Absolventen des 2. Lehrgangs ihren Abschluss. 20 von 22 angehenden Prüflingen haben diese Prüfung bestanden, 10 davon sogar mit ausgezeichnetem Erfolg. Im Rahmen der Feier wurden 2 ausgewählte Projektarbeiten präsentiert. Eine Gruppe beschäftigt sich mit dem Thema Montessori. Beim Montessori-Projekt geht es darum, dass man die Fähigkeiten, die man hat, anhand von Sinnesmaterialien fördert. Das Prinzip der Montessori ist sehr bekannt bei Kindern, wo das sehr oft angewendet wird. Und in unserer Projektarbeit wollten wir jetzt einfach versuchen und haben gewusst, dass das sehr gut funktionieren wird, diese Montessori-Pädagogik umzusetzen in der alten Begleitung. Eine andere Gruppe hingegen setzte auf die Musik bei der Arbeit mit alten Menschen. Ja, ich habe einfach im Behindertendorf schon ein bisschen mit Musik gearbeitet, mit den Behinderten und habe gesehen, dass man durch Musik ein recht großes Vertrauen zu den Leuten aufbauen kann und dass es ihnen einfach Spaß macht. Also in Altersheim hat man gesehen, dass es ihnen großen Spaß macht. Und eine Ablenkung ist einfach vom Alltag und das auch Sachen sind von früher, die halt immer wieder in Erinnerung gerufen werden, wie das Musik hören, gemeinsam Musik machen oder auch singen. Das sind einfach Sachen, die sie früher gern da haben und die wichtig waren in ihrem Leben. Und das wollte man einfach wieder auffrischen und Erinnerungen wecken. Ein Überblick über die Lehrinhalte und besonders diese Demonstrationen zeigte, wie sehr sich die Absolventen für ihre zukünftige Aufgabe engagieren. Ich glaube, dass hier sehr gute Arbeit in der Ausbildung geleistet wird. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht über diese Projektarbeiten, wie man es schafft, in den Alltag eines Alten- und Pflegeheimes wieder Struktur, Rhythmus und Freude und Geselligkeit hineinzubringen. Ich denke, wir haben hier in Christkirchen eine riesige Chance, dass wir dieses Potenzial der Schule mit in unsere Heime mit hineinnehmen können.